Also Familien sind vielfältig. Es gibt Alleinerziehende, es gibt Patchwork-Familien, Mutter, Vater, Kind und es gibt auch Regenbogenfamilien, wo sich mindestens ein Elternteil als lesbisch, schwul, bi oder trans definiert. Bei der Gründung einer Regenbogenfamilie ist es so, dass der Alltag sich ein bisschen anders gestaltet als vielleicht andere Familien. Es ist ein zusätzlicher Aufwand im Alltag, wo sehr viele Regenbogenfamilien sich zusätzlich müssen oder dürfen erklären. Und was wir aber schon beobachtet ist, dass immer mehr Menschen offen sind für verschiedene Familienformen und dass unter anderem jetzt auch dank Öffentlichkeitsarbeit die Regenbogenfamilie als immer ein Bestandteil von der Familienvielfalt anerkannt wird. Ja, das kann sein. Also, wir haben in der Bevölkerung 3-5%, die sich selber als lesbisch, schwul, bi und trans definiert. Und da werden wir Regenbogenfamilien auch Kinder haben, die selber sich als lesbisch, schwul, bi oder trans definiert. Für ein Kind ist wichtig, dass es eine Bezugsperson hat. Und das ist unabhängig vom Geschlecht. Sie erkennen schon sehr früh, dass es verschiedene sexuelle Ausrichtungen gibt und sie können sich dem vorurteillos entfalten. Also es ist sicher ein Vorteil, wenn man gelassen ist, weil es ist halt doch nicht alltäglich, dass man lesbische Mutter vor sich hat. Aber wenn man dem ein bisschen gelassen und auch Menschen ein bisschen Zeit gibt, um etwas Neues dazu zu lernen, wird auch dementsprechend schnell wieder Vorurteile abgebaut. Ja, das kann sehr gut sein, weil ich mag mich auch sehr gut erinnern, wo meine Hetero-Eltern sich geküsst haben, dass ich mich tiefst geschämt habe. Also es gibt kein Kind, das keine Diskriminierung nicht erfährt. Wichtig ist doch, dass wir als Eltern Kind Respekt und auch auf Vielfalt klären, damit sie gut gestärkt auch Vorurteile könnt positiv gegenüberstehen und die gut meistern. Also ich kenne ganz viele Heteropaare, die genau ähnlichen Erziehungsstil haben. Sie sind offen, sie gehen Respekt mit Anderssein um und sie anerkennen die Vielfalt, die wir in der Bevölkerung haben. Sie sind so natürlich wie alle anderen auch. Die Kinder sind da, die Familien sind da und wir sind ein Teil von der